Heute hat es eben eine aufsehenerregende Pressekonferenz gegeben rund um die Commerzialbank im Burgenland. Landeshauptmann Doskozil hat gemeint, es sind rund 10 Millionen Euro verschoben worden. Bei uns ist jetzt zu Gast Gerd Weinhofer vom Gläubigerschutzverband Kreditreform. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ganz spannend die Geschichte. Ich habe am Nachmittag, da waren Sie schon bei uns zu Gast in der Sendung, gesehen, Sie haben gesagt, das ist ein Kriminalfall mit sehr viel krimineller Energie. Trotzdem stellt sich für mich die Frage, nach all dem, was wir in Österreich schon erlebt haben, Stichwort Hype Alpe Adria, hat man schon das Gefühl jetzt, als Außenstehender, da hat die komplette Aufsicht versagt. Dieses Gefühl haben nicht nur Außenstehende, sondern auch wir als Gläubigerschützer. Es gibt sehr, sehr viele Fragezeichen in den unterschiedlichsten Themen. Also nicht nur die Aufsichtsprüfer, die Wirtschaftsprüfer, das Land Burgenland, natürlich die Person von Herrn Bucher, die Prokuristin, die hier anscheinend in der Weisungskette hier das durchgezogen hat. Es ist hier ein Maß an krimineller Energie vorhanden gewesen, die meiner Erfahrung nach in den letzten Jahrzehnten in Österreich nicht zu sehen war. Und das macht diesen Fall Commerzialbank so besonders und so einzigartig. Mhm. Jetzt gibt es ja den Ausdruck, too big to fail, also zu groß, um zu fallen. Und da könnte man sagen, die Bank zu klein, dass man genauer hinschaut. Kann auch sein. Ich komme selber aus dem Südburgenland und mir war bis vor letzte Woche die Commerzialbank Mattersburg kein Begriff. Also ich kannte diese Bank nicht und ich bin, glaube ich, seit 15 Jahren im Bereich Insolvenzrecht und Gläubigerschutz tätig und kannte diese Bank einfach nicht. Ne? Man wird jetzt auch im Rahmen des Insolvenzrechts ganz genau hinschauen, wie die Zahlungsflüsse waren, wer was gewusst hat, wer welche Weisungen erteilt hat, wer wo vielleicht ein Auge zugedrückt hat oder nicht so genau hingesehen hat. Und da hat Gott sei Dank das Landesgericht Eisenstadt eine sehr, sehr renommierte und im Insolvenzrecht sehr bewanderte Kanzlei als Masseverwalter bestellt. Und da bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass wir in den nächsten Jahren hier Step by Step diesen Fall aufrollen werden. Jetzt hat heute Landeshauptmann Doskozil gemeint, es sind knapp 10 Millionen Euro kurz bevor eben bekannt wurde, dass die Bank pleite geht, abgehoben worden. Inwieweit ist es auch schwer, das dann nachzuweisen, dass jemand dazu Unrecht noch in letzter Sekunde abgehoben hat? Das ist eine Frage des Zivilrechts, auch des Strafrechts und auch des Anfechtungsrechts im Insolvenzrecht. Wenn man in bewusster Schädigung der anderen Gläubiger Gelder empfangen hat, also abgehoben hat, obwohl man wusste, dass in absehbarer Zeit die Bank geschlossen wird und auch Insolvenz anmelden wird, dann hat man natürlich hier im Sinne des Anfechtungsrechts eine Rückzahlungsverpflichtung. Und auch solche Zahlungen und solche Abhebungen wird sich der Masseverwalter ganz genau anschauen. Das heißt, ich muss aber als Kunde, müsste ich darüber Bescheid gewusst haben, dass es da Schwierigkeiten geben könnte. Wenn jetzt, es hat ja oft ein Naheverhältnis auch zu Martin Bucher gegeben, wenn der ehemalige Bundesliga-Profis oder aktive Bundesliga-Profis den Tipp von ihm erhalten haben, du hebst euer Geld ab und legst das dort an, weil wir können diese Zinsen nicht mehr zahlen oder was auch immer, ohne genauere Angabe von Gründen. Die haben ja wahrscheinlich auch dem Martin Bucher blind vertraut. Haben Sie sich dann was zu Schulden kommen lassen? Wenn hier keine Schädigungsabsicht mitgespielt hat, dann glaube ich, sind die sozusagen safe und brauchen hier keine Gelder zurückzahlen. Mhm. Jetzt ist ja da eine besondere Verstrickung gegeben mit dem Bundesligaverein Mattersburg. Auch da wird es vielleicht in weiterer Folge einen Masseverwalter geben, sollte dieser Verein in Konkurs geben. Inwieweit stehen die dann in Konkurrenz mit der Bank? Jeder will natürlich das Beste für sich herausholen. Es sind dann zwei getrennte Insolvenzverfahren mit zwei unterschiedlichen Masseverwaltern, die eben immer schauen, was ist im jeweiligen Verfahren los, sprich welche Vermögenswerte gibt es hier noch, sowohl beim Fußballclub als auch bei der Bank, die zu verwerten sind. Und am Ende des Tages gibt es eine Quote für die Gläubiger dort oder da. Wie gesagt, es sind zwei unterschiedliche Insolvenzverfahren dann, wenn es soweit kommen sollte, die unterschiedlich zu bewerten sind. Wie schaut es eigentlich aus? Es wird immer über die Sparguthaben gesprochen. Wenn ich jetzt einen Kredit für mein Haus habe bei dieser Bank in der Höhe von 150.000 Euro, inwieweit ist dieser noch zurückzuzahlen? Ja, die Bank ist ja jetzt geschlossen. Das ist eine Frage der Bankenaufsicht. Das kann ich Ihnen jetzt so in diesem Detail nicht erklären, wie dann hier mit Kreditnehmern umzugehen ist. Mhm. Aber so, dass ich dann nichts mehr zurückzahle? Also das, die Hoffnung, das ist es nicht. Nein, also Bank, auch Kreditverträge sind einzuhalten. Ja. Sie haben da, also Gläubigerschutzverband Kreditreform. Es bedarf auch offensichtlich einer Bankenreform in irgendeiner Art und Weise. Was muss passieren, um solchen Gegebenheiten vorzubeugen, damit so etwas nicht mehr passieren kann? Wenn eine absolute kriminelle Energie
dahinter steckt, die dazu geführt hat, dass man Urkunden perfekt gefälscht hat, dann ist natürlich auch die beste Aufsicht, ist auch der beste Wirtschaftsprüfer machtlos dagegen. Wenn hier wirklich solche Einlagen, bei Bankeinlagen gefälscht worden sind mit Logo, mit Unterschrift und so weiter, dann wird sich auch der beste Wirtschaftsprüfer schwer tun, hier einen Betrug zu erkennen. Es ist aber das generelle Dilemma zwischen Prüfer und Geprüften. Man muss sich als Prüfer natürlich auch in gewisser Art und Weise verlassen können, vertrauen können, dass man die Unterlagen, die man vom Geprüften bekommt, auch stimmen. Natürlich könnte man jetzt im Nachhinein sagen, warum haben die nicht bei den einzelnen Banken nachgerufen und gefragt, hat die Kommerzialbank tatsächlich so viele Rücklagen bei euch liegen? Ja, dasselbe könnte man auch bei Wirecard sagen. Warum hat keiner in den Philippinen angerufen und dort gefragt, ob es ein Treuhandkonto mit 1,9 Milliarden gibt? Ich habe mir gedacht, gerade bei Adria, aus diesen Fällen hätte man gelernt. Da sind ja auch fiktive Kredite vergeben worden, all diese Dinge. Es mag vielleicht auch darin liegen, dass in Österreich die Bankenaufsicht etwas gesplittet ist zwischen ÖNB und FMA. Da hat ja die alte schwarz-türkise, also türkis-blaue Regierung ja eine Reform angedacht gehabt, sodass die Bankenaufsicht zentral bei einer Institution verankert ist. Das sollte man meiner Meinung nach wieder aufnehmen, diese Idee, dass man hier eine zentrale Bankenaufsicht hat, die Durchgriffsrechte hat, die auch auf die Staatsanwaltschaften dementsprechend einwirkt, dass hier was vorangetrieben wird und hier nicht irgendwelche Sachen einfach im Laufe der Zeit sozusagen abgelegt werden, sondern dass man hier dranbleibt. Das Whistleblower-System gehört vielleicht noch ausgebaut, dass das auch nachhaltiger funktioniert. Das heißt, wenn jemand innerhalb der Bank bemerkt, dass es da irgendwelche Schwierigkeiten gibt oder Malversationen, dass man das dann melden kann, ohne dass man halt seine Identität bekannt geben muss. Das ist das Whistleblower-System. Herr Weinhofer, ich sage vielen Dank für Ihre Erläuterungen und ich nehme an, der Bankenskandal wird uns noch einige Zeit beschäftigen. Wir würden uns freuen, wenn Sie hier begrüßen dürfen im Studio. Vielen Dank, danke schön.